Massive Drohnenattacken auf russische Städte. Die Ukraine schlägt zurück. Heftige Detonationen erschüttern in den frühen Morgenstunden die Schwarzmeerstadt Tuapse. Das Ziel der ukrainischen Drohnen, eine russische Ölraffinerie. Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen, wie dort mehrere Feuer wüten. Schon im Januar war das Depot Ziel eines Angriffs. Bis Ende April wurden dort Schäden repariert. Nun die erneute Zerstörung. Auch im etwa 120 Kilometer nordwestlich entfernten Noworossiysk, auch an der Schwarzmeerküste, schlagen in der Nacht Drohnen ein. Anwohner sollen mindestens 35 Explosionen gezählt haben. Verletzt wurde laut russischen Behörden niemand, jedoch sollen die Angriffe mehrere öffentliche Objekte und den Personennahverkehr lahmgelegt haben. Schulen und Kindergärten seien geschlossen. Der russische Gouverneur der Region bestätigt, dass zahlreiche Drohnen abgefangen oder zerstört wurden. Der Krieg mit der Ukraine, er ist längst auch in Russland angekommen.